Eine der größten Herausforderungen beim Filmen mit dem iPhone ist es, sich selbst zu filmen. In diesem Video zeige ich dir 5 Techniken, wie du das hinbekommst. Am Ende gibt es für dich dann noch einen Bonustipp, also schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Die erste und einfachste Technik ist, sich mit der Frontkamera des iPhones zu filmen. Das würde ich dir aber nur empfehlen, wenn genügend Licht vorhanden ist und du gut ausgeleuchtet bist, da die Frontkamera zwar gut ist, aber die Kameras auf der Rückseite sind um ein Wesentliches besser. Also die zweite Möglichkeit, sich in guter Qualität selbst zu filmen, ist, wenn du das iPhone auf ein Stativ gibst und die Kamera dann so positionierst, dass die Hauptkamera dorthin filmt, wo du es haben möchtest. Danach geht es nur mehr darum, auszuprobieren, ob die Position für dich passt, indem du die Aufnahme startest und dich vor die Kamera stellst oder setzt. Dann siehst du dir das Ergebnis an und passt entweder deine Position an oder die des iPhone. Als dritte Technik gibt es dann noch die Möglichkeit, einfach in 4K zu filmen und dann im Videoschnitt für eine 1080p, also Full HD Zeitleiste, reinzuzoomen. Damit meine ich, du filmst in 4K und schneidest den Ausschnitt dann in der Nachbearbeitung so zu, dass es wieder passt. Um dann noch eine gute Qualität zu erhalten, solltest du allerdings dein Video in 1080p, also eben Full HD, exportieren. Eine weitere Möglichkeit, sich selbst ohne Stativ zu filmen, also zum Beispiel beim Vloggen, ist einfach zu üben. Anfangs wird es nicht ganz einfach sein, die richtige Handhaltung bzw. Position des iPhones zu finden. Es wird vermutlich anfangs oft dazu kommen, dass du vielleicht zu viel Dead Space, also zu viel leeren Raum in deinem Bildausschnitt hast. Oder aber auch ein paar Mal einfach deinen Kopf etwas zu sehr abschneidest. Mit viel Übung bekommst du das bestimmt hin. Die letzte und fünfte Technik ist eher nur in einem statischen Szenario sinnvoll. Hier benötigst du ein Gerät, das dein iPhone spiegeln kann. Sei es ein MacBook, ein iMac, ein Apple TV oder eine Apple Watch. Der Trick ist, dein iPhone dann einfach auf eines der Geräte zu spiegeln. So kannst du auf dem anderen Gerät immer wieder kurz deinen Bildausschnitt kontrollieren und dich oder dein iPhone gegebenenfalls neu ausrichten. Wie am Anfang des Videos gesagt, habe ich nun einen Bonustipp für dich, der vielleicht etwas seltsam klingt und auch seltsam aussieht, aber ziemlich gut funktioniert. Im vorigen Tipp habe ich ja erwähnt, dass du dein iPhone auch auf deine Apple Watch spiegeln kannst. Nun, genau diese Apple Watch kannst du zum Beispiel um ein iPhone herumwickeln, sodass du den kleinen Bildschirm der Watch zur Live-Bildkontrolle verwenden kannst, während du zum Beispiel vloggst. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter. Danke fürs Zusehen. Ciao.